Herbstzeit ist Rosettenzeit. Doch ist eure Rosette auch schlaff, trocken und voller Trauermücken? Kein Problem. Mein Name ist Basti Bollocks. Ich bin professioneller Fotograf, Kameramann und Florist. Und ich zeige euch heute, wie ihr eure Rosette gut durch den Winter bekommt. Und los geht's! Vor mir habe ich mein wunderschönes Rosettendickblatt. Oder aber auch Aeonium arboreum. Gerade in dieser nassen Jahreszeit kann es passieren, dass eure Rosette viel zu feucht ist. Und feuchte Rosetten sind der perfekte Nährboden für Trauermücken. Sollte das aber mal der Fall sein, dann nehmt einfach Gelbsticker. Steckt einen von diesen klebrigen kleinen Gelbstickern hinein und wartet darauf, dass die Trauermücken direkt auf den Gelbsticker festkleben. Alternativ könnt ihr natürlich auch ein Streichholz verwenden. Zündet es an, steckt es tief in eure kleine süße Rosette hinein und wartet darauf, dass sich der Schwefel in eure Rosette ausbreitet. Und die Trauermücken sind passé. Doch damit es gar nicht erst so weit kommt, solltet ihr eure Finger tief in die Rosette hineinstecken, um den Feuchtegrad zu checken. Ist die Rosette trocken wie Hubert, dann nehmt auf jeden Fall einen kleinen Schwaps Wasser, so wie hier. Und das reicht für ganze 2 Wochen. Wie alle Lebewesen der Flora liebt auch eure Rosette Musik. Probiert euch dabei gern aus, sei es Klassik oder Schlager oder vielleicht sogar Metal. Meine Rosette zum Beispiel liebt es, wenn es richtig hämmert und wumst. Sie ist gut gepflegt, gerade mal 1 Jahr alt, noch relativ frisch und so wie es ist. Entschuldigung, bitte. Ist das Ihre Rosette? Ja, das ist meine Rosette. Das ist aber wirklich eine schöne Rosette. Vielen lieben Dank. Haben Sie auch eine Rosette? Nee, ich habe noch keine. Also wenn Sie wollen, Sie können gerne von meiner Rosette ein Stück abhaben. Da freue ich mich. Wollen Sie, ich kann Ihnen gerne, warten Sie, hier. Daraus können Sie sich Ihre eigene Rosette ziehen. Das ist aber ganz lieb, danke. Sehr gern. Dann noch einen schönen Tag, Rosettenfreund. Frohes Schaffen. Ach, und das Unkraut für den Garten können Sie mal noch wegmachen. Mach ich. Das Wichtigste bei einer Rosette sind die Blätter. Achte deswegen immer darauf, dass sie schön sauber sind. Vor allem der Innenbereich ist besonders empfindlich und wichtig. Nehmt dafür einfach etwas Wasser oder, ich habe jetzt kein Wasser hier, vielleicht auch etwas Spucke, denn wir sind schließlich alle Kinder des Universums. Ich hoffe, meine Tipps haben euch gefallen und eure Rosette übersteht unbeschadet den drohenden, kalten, dunklen Winter. Schickt mir doch gerne eure Rosettenbilder, gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Das ist aber wirklich eine schöne Rosette. Ich weiß. Ja, sieht aus wie Sau. Bis zum nächsten Mal.